Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution News Video, beziehungsweise ist es eigentlich schon ein ganzer News-Tag, weil ja gestern der Developer-Livestream von Frontier war und da haben die einiges an Gameplay gezeigt, einiges, was uns so erwartet durch das neue Update und das neue DLC und genau das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Aber bevor wir darauf jetzt genauer eingehen, möchte ich euch auf jeden Fall darauf hinweisen, alles was ihr jetzt an Videomaterial und sowas seht, das ist von Frontier, also von dem Jurassic World Evolution YouTube-Kanal, aus dem Developer-Livestream. Unten rechts ist normalerweise eine Webcam, wo man dann die Leute sprechen sieht. Die werde ich überblenden und dann einfach so eine kleine Werbemessage oder so reinmachen oder sowas, ja, werdet ihr sehen. Und unten in der Videobeschreibung, ganz wichtig, der erste Link, der führt euch zum Jurassic World Evolution YouTube-Channel. Checkt den auf jeden Fall ab, lasst da ein Like da, lasst ein Abo da und supportet die Jungs, weil die haben es sich auf jeden Fall verdient. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen darauf ein, was uns so über die Flugdinosaurier bzw. über die Flugdinosaurierkuppel so gezeigt wurde. Als allererstes widmen wir uns hier mal der Flugdinosaurierkuppel so ein bisschen von außen. Wir werden jetzt einmal uns 360 Grad um diese Kuppel herumdrehen und ich muss wirklich sagen, sie ist super detailgereich, sie ist super detailgetreu. Man kann sogar von außen so richtig reingucken, das ist halt richtig cool, dass man dann die Pteranodons auch mal so von außen so ein bisschen sehen kann. Sie ist einfach gigantisch. Ihr müsst mal im Hintergrund zum Beispiel das Entwicklungslabor da angucken und das ist wirklich winzig dagegen. Also sie ist wirklich riesig, gigantisch, mega detailreich, sieht richtig cool von außen aus. Also ein richtig nices Gebäude. Ach so, bevor wir da jetzt hineingehen, muss ich euch nochmal darauf hinweisen, die Videoqualität ist leider an einigen Stellen nicht ganz so gut. Das liegt aber nicht an mir, das liegt daran, dass der Livestream einfach nicht die allerbeste Qualität hatte. Aber meiner Meinung nach trotzdem völlig ausreichend, dass wir hier einen schönen Einblick bekommen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie es so aussieht, wenn man einen Pteranodon freilässt. Da öffnen sich die Tore. Und dann fliegt er da raus. Ich finde es ein bisschen schade, dass er nicht vorher rausläuft und auf diese Plattform da läuft. Aber trotzdem, jetzt könnt ihr ihn das erste Mal hier sehen. Jetzt ist er hier auf dem Stein. Und er sieht wirklich toll aus. Und das Innenleben von der Flugkuppel sieht auch so nice aus. Also es sieht richtig cool aus, ein richtig hoher Detailgrad, das wollte ich sagen. Man kann es leider so ein bisschen durch die Pixel nicht ganz so gut erkennen, aber man sieht schon, dass einfach so viele Details in dieser Kuppel sind. Also ich glaube, da wurde richtig viel Arbeit reingesteckt, dass die so nice aussieht. Und jetzt würde ich sagen, entmute ich mal ganz kurz das Video, damit ihr auch mal den Schrei so ein bisschen von dem Terrano dann hört. Allerdings müsst ihr bedenken, im Hintergrund reden halt die Entwickler von Frontier noch so ein bisschen. I've spent quite a while just sculpting out all the rocks and stuff and adding in as much detail and as much Jurassic Park 3 parts of that scene as possible. So you'll see there's the kind of the viewing dome there that, mm-hmm. that they all come down in the film. Yeah. Also we have a lot of the walkways in there as well. Man hört ihn leider nur sehr, sehr leise und mit den Stimmen im Vordergrund, sage ich mal, ist es natürlich schwierig, das rauszufiltern. Aber so ein bisschen hat man das schon mitbekommen und ich finde, er klingt sehr, sehr cool. Und man hat ja auch gerade gehört, wie die Entwickler davon gesprochen haben, dass das Ganze natürlich von dem Jurassic Park 3 Film inspiriert ist. Gerade diese Wege mit diesen Gittern drumherum und sowas. Aber finde ich sehr, sehr cool, dass die sehr viel Wert darauf legen, dass das alles so ein bisschen in Richtung die Filme gehen. Von mir aus können sie auch alles komplett detailgetreu machen. Da hätte, glaube ich, fast niemand was gegen, weil genau das wollen wir ja eigentlich. Als nächstes fragt ihr euch sicherlich, wie man sich so von der Kamera her in dieser Flugdinosaurierkuppel bewegen kann. Es gibt mehrere In-Kameras, die man auswählen kann und durchschalten kann. Die kann man dann richtig schön frei bewegen und seine Pteranodons oder Petits, nennt man sie ja ganz gerne, schön in Ruhe beobachten. Diese landen auch auf vielen Spots und einige Spots davon sind auch aus dem Film inspiriert. Und ich finde auch, dass in dieser Kuppel einfach eine wundervolle Atmosphäre herrscht, gerade auch mit diesem Dampf und Nebel da, das ist alles sehr, sehr schön gestaltet, meiner Meinung nach. Hinten rechts im Hintergrund sieht man jetzt, wie der Pterano dann den Spot wechselt. Also er fliegt jetzt von dem Spot, wo er vorhin gelandet ist, auf den nächsten Felsen. Und das wiederholt er dann auch. Also die werden wahrscheinlich dann später auch, wenn man mehrere in einer Flugdinosaurierkuppel haben, ab und an auf diesen Spots landen, ab und zu mal so ein bisschen rumfliegen und sowas. Finde ich sehr, sehr cool. Also es sieht schon alles sehr nice aus. Ich bin ja auch mal gespannt, wie viele Pteranodons man dann maximal in so einer Flugdinosaurierkuppel haben kann und ob die sich irgendwann auch untereinander angreifen und fetzen, wenn die vielleicht übersozialisiert sind oder irgendwelche anderen Wohlbefindensmangel sozusagen haben.
jetzt schauen wir uns nochmal einen weiteren Pteranodon bei der Freilassung an. Ich finde wirklich, dass diese Freilassungsanimation noch ein bisschen schöner hätte sein können, wenn er so da rauslaufen würde und erstmal so sich umgucken würde. Aber ist jetzt kein Manko. Er landet ja hier und macht dann so ein bisschen Show. Und man sieht jetzt auch, dass das nicht immer der gleiche Loop ist. Also Loop heißt halt so eine... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine damit, ne? Falls ihr es nicht wisst, googelt es einfach mal. Ich weiß gerade nicht, wie ich das umschreiben soll. Ich glaube halt, dass er nicht immer das gleiche Muster hat, wie er fliegt. Weil jetzt zum Beispiel beim Freilassen ist er komplett auf einer anderen Stelle gelandet. Er wird dann wahrscheinlich einfach so ein paar Spots haben, wo er dann landen wird oder wo er dies macht, wo er das macht. Worauf ich auch gespannt bin, was ich noch nicht gesehen habe, ist, wie diese Pteranodons jagen bzw. fressen. Das interessiert mich auch mal. Das sind ja auch Fleischfresser bzw. Fischfresser. Ich weiß gar nicht, was die so als Hauptnahrungsquelle präferieren. Aber das sind alles so Fragen, die ich mich stelle, die wir noch nicht erfahren haben, leider. Aber hier sieht man jetzt nochmal den Pteranodon in voller Pracht. Und er sieht wirklich, wirklich schön aus. Und auch die Fluganimation, wie er hier abhebt und dann darum fliegt, das sieht alles so geschmeidig aus. Also das ist richtig, richtig cool. Und ich freue mich einfach mega auf den Pteranodon. Und der Pteranodon lässt natürlich darauf hoffen, dass auch in Zukunft noch weitere Flugdinosaurier kommen werden. Aber jetzt erstmal freue ich mich natürlich auf den 10.12. Da kommt das DLC Return to Jurassic Park endlich raus mit dem Pteranodon. Und ich werde euch auf jeden Fall bis dahin auf dem Laufenden halten. Heute werden auch noch einige weitere Videos kommen zu dem Developer-Livestream, weil wir haben da noch coole andere Sachen so gezeigt bekommen, die ich euch natürlich auch noch zeigen möchte und nicht vorenthalten möchte. Also, falls ihr das sehen möchtet, abonniert gerne den Kanal. Ansonsten würde ich mich selber ein Like freuen und ich würde sagen, wir sehen uns später in einem weiteren Jurassic World Evolution Video.